Das ist mal ein kurzes Video, wie man Kurven durch Punkte machen kann. Ich fange an mit einer B-Spline mit vier Kontrollpunkten und jetzt nehme ich einfach die nächste, die setze ich am Endpunkt der ersten Kurve an der Stelle und dann nehme ich die nächsten vier und dann mache ich noch eine, die setze ich hier wieder an. 1, 2, 3. So. Auf diese Weise habe ich jetzt drei Kurven und wie bekomme ich jetzt diese Stellen als Tangentialübergänge? Dazu erzeuge ich Linien zwischen den benachbarten Polen. Und so, dieser Pol muss, das ist ja jetzt ein Kontrollpunkt, dieser Pol muss auf diese Kontrolllinie drauf liegen und damit habe ich hier einen Tangentialübergang und ich kann diesen Punkt beliebig verschieben. Das geht hier genauso. Das heißt, hier habe ich die beiden Pole, die ich für die Tangentialbeziehung brauche. Die beiden wähle ich an, mache hier eine Kante. Und so, dieser Verbinder der beiden Kurven liegt drauf. Und dann habe ich das hier auch. Und ich kann jetzt hier also auch die Länge der Diagonalen ändern. Und ich könnte jetzt auch sagen, wenn die symmetrisch liegen, dann habe ich die gleiche Krümmung. Da habe ich also eine Krümmungsstetigkeit hier an der Stelle. Und das war's. Also ich sehe jetzt hier auch die einzelnen Punkte, Kontrollpunkte da und könnte jetzt damit ganz normal weiterarbeiten. So einfach ist das.